Hey und willkommen zur dritten Folge Minecraft Flucht zusammen mit der Spalette. Hallo! Schaut am besten mal in die Videobeschreibung, da ist er verlinkt. Abonniert beide Kanäle, denn morgen kommt die nächste Folge bei ihm. Ja, nächste Folge gibt es dann wieder bei mir. Aber Meniel, die Leute müssen natürlich auch die Geilo-Glocke aktivieren. Geil! Doch zuvor. Was denn? Was sind denn unsere Aufgaben heute? Was machen wir? Wir werden jetzt den verschollenen oder die beiden verschollenen Villager suchen. Was ist denn mit dem passiert? Wo war dein Portal nochmal? Oben, ne? Ja, irgendwo oben. Okay. Also, ich meine, wir müssten sie auch hören, denn wir würden eigentlich ganz gerne mal es ja hier ein bisschen bequem machen. Unser erstes kleines Haus bauen, weil wir wollen mit den Villagern natürlich hier eine coole Gruppe werden. Ja. Vielleicht Kinder kriegen. Nee, das eher nicht. Hier, pack mal rein, bitte. Deine Kartoffels. Wir müssen ja auch ein paar wieder neu anpflanzen. Ach so. Obwohl, habe ich da nicht schon ein paar reingetan? Nee, stimmt, hier ist doch was. Ah ja. Ja, okay. Dann können wir die reinballern. Ach stimmt, ja, hier den Weizen. Ich hatte am Ende deiner Folge auch noch Fackeln verteilt. Oh. Was denn, wo ist Weizen? Nee, ich mache hier gerade nochmal. Ich habe ja wieder ein bisschen mehr. Okay. Dass wir ein bisschen nochmal Brot haben. 32, geil. Ich gehe nach oben. Sind da noch Leute drin? Aber soll ich General Dieter? Warte, aber dafür bräuchte ich Samen. Vorne sind noch zwei Schweine. Oh, geil. Ja, nimm die mal mit. Zack. Genau, du kannst durchs Portal. Dann bist du oben. Ah, perfekt. Ja, warte, ich muss noch hier unseren Kollegen kurz mal da reinbringen. Wo könnten die denn sein? Die haben sich ja bestimmt nicht irgendwie selber getötet. Ey, kann das sein, dass sie einfach tot sind? Weil die hört man ja auch. Was? Da war doch der Tolle dabei, der bei dir im Bett war. Ja. Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich ganz normal. Die sind down. Warum die ersten Verluste. Sowas immer? Wir sind bei Folge 3 und wir haben schon 3 Villager auf dem Gewissen. 3? Dir dachte ich. Ich dachte 2. 3? Ich dachte 3. Ja, vielleicht auch 3, man weiß es nicht. Ho, die Welt hat sich erweitert. Well? Neue Villager? Ja. Hier könnten wir runter. Ah. Aber da ist kein Wasser, oder? Direkt dran, dass wir reinjumpen. Doch. Ja, okay. Können wir da... Ah, da können wir sogar echt hin. Okay, jetzt müssen wir... Oh, Alter. Warte, wir müssen hier runter. Und dann müssen wir unsere Dropper-Skills nutzen, Junge. Ja. Okay, ja, ich... Also eigentlich sollte ich das schaffen. Ah, hier rechts ist ein Wasserfall. Siehst du? Hui. Oh Gott. Hui. Tot. Hey. Ja, das war riskant. Ja, links ist ein Crepper. Hallo? Ja, fein. Hier ist auch niemand drin. Alter, was ist denn los? Und jetzt... Hallo? Ja, aber irgendwie sieht es hier ein bisschen komisch aus. Ja. Hier ist auch nicht mal ein Typ drin. Als wäre schon ein bisschen was weggesprengt worden. Merkwürdig. Aber haben wir jetzt allgemein noch irgendwas Neues bekommen? Warte mal, vielleicht sind die in die eine Dingens reingekommen, wo wir alle Leute eingesperrt haben. Nee, da habe ich schon reingeguckt. Die könnten, also es macht zwar keinen Sinn, aber wir können mal nach unten gehen und gucken, ob die da vielleicht echt in der Höhle sind. Aber wir bringen dich... Wir brauchen für ihn noch einen Namen. Nennen wir ihn wirklich Harald? Ja, klar. Das ist eine Frage. Können wir nicht Joe nennen? Wer heißt denn Joe? Ja, der Typ, der sieht aus wie ein Joe. Nee, aber sie sind nicht da. Hier habe ich das Portal gemacht. Hier ist nix. Sind einfach weg. Oh, Mann. Ey, wir können Joe, wie gesagt, nicht verlieren. Deshalb brauchen wir ein geiles Haus. Aber einer alleine kann ja keine Kinder bekommen. Heißt also, wir brauchen wirklich neue. Deshalb ne? müssen wir ihn ja auch... Ja, das ist perfekt. Wir bringen Joe ins gelobte Land, weißt du, da drüben, ja. Wo die reichen Leute wohnen. Und dort findet er dann eine Frau. Wir haben eine neue Aufgabe. Joe ist das Wichtigste, was wir haben, zusammen mit Edgar und Profi. Also ich hab das Gefühl, dass bei den Villagern eher Türen wichtig sind und Häuser. Klar, die Frau auch oder der Typ sind ja wie alles Männer. Ah, stimmt. Los. Achso, das geht ja nicht. Es gibt ja nicht mal Villager-Frau. Also ich will nicht sagen, aber ich glaube jetzt, dass ich demnächst sterben werde. Warum? Weil ich in der Schlucht bin und die ganze Zeit Sachen abbaue und jetzt gerade einen Bogen gehört habe. Lauf! Nee, soll ich dir helfen? Ich habe ihn umgebracht. Und wir profitieren ja auch davon, wenn die Kinder bekommen. Dann können wir denen bestimmte Berufe zuteilen und gucken, was sie dann handeln. Ich mache jetzt ein Portal nach hier unten. Und dafür müsste ich das drehen. Bam, Junge. So, ne? Ja, ich geh durch. Alter, ich dachte schon, ich fall. Was? Also wenn du da jetzt durchs Portal gehst hinter mir, dann bist du in der Höhle. Ah! So. Hui. Das ist ja toll.
Aber sind die da auch sicher? Na klar. Boah, ich brauche eine Kiste. Ich mach mal 2 Stück. Ja, wir sollten sowieso gleich. Ich crafte jetzt noch mal ein Zauntor. Ja. Oder du könntest eins craften. Das sind Sticks links und rechts. Ja. Und in der Mitte 2 Holz. Sag mir mal erstmal, wo ich die Kiste machen soll. Oder warte mal, ich gehe mal hier. Haus. Nein, du gehst jetzt oh, da nein. runter. Oh nein, wir müssen ins Bett. Die bringen uns um, du musst jetzt ins Bett. Geh, such dir schnell ein Bett. Such dir irgendwo schnell ein Bett. Okay, ich gehe ins Bett. Wir werden sterben. Oh Gott, ja, ich gehe ins Bett. Sie kommen, ich gehe ins Bett. Ich lieg schon. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja. Ich hab geschlafen. Oh. Wenn man ein paar Nächte nicht pennt, kommen die einfach und greifen einen an. Da sind sie. Oh Gott! Nein! Da ist ein... Oh! Joe! Wie kommt er denn da rein? Ich brenne! Alles gut? Joe, alles gut mit dir? Könnt ihr mal... Was macht der da oben? Vorsicht! Hä? Er ist tot. Achso, das Vieh ist weg. Vorsicht, hier kommt noch einer. Ja. Joe, alles gut. Was das? Alles gut. Du bist in Sicherheit. Boah, Alter, die Dinger habe ich ja noch nie gesehen. Ja, mega krank. So, warte mal, das in die Mitte. Oh, geil. Links und rechts. Sieht der nicht, das ist, boah, gut, dass er nicht guckt. Was denn? Nix. Du hast dir alle Sachen gecraftet. Alle. Was für alle? Hier, nimm, ich habe was für dich. Und zwar ein gutes Schwert. Eisenschwert. Oh ja. Und eigentlich müssten wir Joe hier ins Haus bringen, oder nicht? Damit er da wohnt. Ja, aber dann würde ich ihn einsperren oder irgendwie einen Zaun davor machen. Ja, das können wir auch machen. Wie können nicht noch einen verlieren? Nee. Das ist natürlich der Grund. Scheinbar 3 Leute auf dem Gewissen. Ah, du hast den Ofen, ne? Ja, hab ich. Ich bring ihn sofort. Ich komme mit Holz jetzt sowieso ran. Klaut einfach meinen Ofen. Ich wollte ein bisschen schön machen. An der Seed und so diesen ganzen Müll lieber nach unten direkt sortieren. Du, warte mal, hier nehme ich definitiv mal... Das Holz? Dann könnte unser Haus könnte dann hier hin. Ich hänge ihn mal hier hin. Glaube ich nicht schlecht. Ja. Aber warte, ich brauche sogar noch ein bisschen. Ja, schön. Bisschen Stein. Ein bisschen Holz kommt da auch hin. Iron brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Schön Platz machen. Ah, wir haben auch viel mehr Holz jetzt da hinten. Durch die Erweiterung. Wir bräuchten Sand, damit wir mal, ne? Ach, Glas. Ein paar, ja, wegen Fenster, aber ich habe hier noch nirgends Sand gesehen. Ich glaube, ich auch nicht. Ich gehe mal nach da hinten, zur Border. Ja, genau. Guck mal, wie weit das jetzt sich alles erweitert hat. Ich baue jetzt einfach gerade mal... Oh, neue Schweine. 0815. Ja, bring die her. Ich habe keine Leine. Neue Edgariana. Da ist ja immer noch der Enderman. Lass ihn doch. Und hier, was ist das denn? Willst du nicht Joe in sein Haus geleiten? Aber ist er da noch nicht drin? Nee. Joey. Ich dachte, du machst das, weil ich kenne mich damit halt nicht so gut aus, Joe. Weil du meintest ja auch, dass man einen Zaun drum baut und so weiter. Achso, ja, also ich, was heißt auskennen? Ich spähe ihn halt einfach ein. So, du gehst da jetzt rein. Das ist dein neues Haus, genau. Er hat direkt einen Job bekommen. Was? Er ist Farmer oder so geworden. Nein. Ja, aber das ist doch geil, dann kann er immer unsere Sachen hier fertig machen. Stimmt, wir dürfen den nicht einsperren. Der soll ja hier... durch den Komposthaufen. Ja, wir müssen halt auf ihn aufpassen. Das glaube ich, ja. Ey, das ist ja mega geil. Alter, guck mal, was da handelt. Den werden wir nie benutzen. Doch voll geil. Ja, ich hätte eher gerne... 20 Weizen, dafür bekommt man einen Emerald. Emeralds. Wenn du ein richtig dickes Feld hast, ist es doch richtig geil. Ja, okay, wenn wir ein großes Feld haben, dann ja klar. Wie wäre es denn, wenn wir einen gesamten Zaun um das hier ziehen? Ja, können wir auch machen. Da brauchen wir halt nur ordentlich Holz. Haben wir, denke ich. Nee. Hier, warte, ich pack dir mal hier Holz rein. Ich gehe mal ganz kurz gucken, was da... jetzt abgeht. Achso, ja, ich hole auch noch mal mehr Holz. Weil für so einen großen Zaun braucht man echt viel. Ja, wir sind arm. Und hol dir notfalls, wenn du Schweine und so weiter triffst, hier. Die Leine? Damit, genau. Nee, du kannst ja auch einfach Karotten oder so nehmen. Achso, ich kann doch auch... Ach, ich kann auch das Dings dafür nehmen, die Gravity Gun. Stimmt! Ach, warum denn eine Leine? Ich habe mich noch nicht daran so hundertprozentig gewöhnt, dass wir das Ding haben. Ja. Genau, wir haben ja noch gar nicht den Special Move der Waffe gezeigt. Moment, aber ich brauche einen Gegner dafür. Gegner? Ich habe doch einen gehört. Ich glaube, da werden in der Nacht wieder genügend kommen, Bodi. Nee, ach, kommst denn darauf? So, Edgar. 3, 4, geh mal da rein. So. Das wäre irgendwie cool, wenn wir Glas hätten, weil momentan, ich will das auch ungern offen lassen. Ja. Aber so ist es halt ein bisschen dicht. Was ist denn, was soll das denn darstellen hier? Hier einmal runter. Oh!
Das geht aber echt tief. Hä, was? Lol. Was? Einfach eine richtig tiefe Höhle. Wie tief ist das denn? Wo sind wir denn hier? Ja, so bei 20. Das sind gerade mal 25 Zäune. Das reicht ja locker nicht, um das da rumzubauen. Obwohl, nee, ich habe hier viel mehr. Okay, geil. Oh Gott. Da, ich habe eine Party gefunden. Wieso sind hier Kartoffeln runtergeplatzt? Was hast du gefunden? Weiß nicht. Eine fette Party. Oh. Mit richtig viel Iron. Hä, aber das Problem ist, der Farmer läuft trotzdem hier durch die Gegend. Was macht der denn? Ja, dann sperren wir den ein. Aber hier sollten wir auf jeden Fall nochmal runter irgendwann. Okay, ja, können wir machen. So, schön mitgenommen. Jetzt schauen wir uns Harald an. Ha! Die Welt? Nice. Ja! Dorf! Nee. Ich glaube, das muss so ein bisschen öfter passieren. Da hinten, ich sehe sogar ein Pferd. Was, wo denn? Meins. Meins. Zweiter. Siehst du irgendwo Villager? Nee. Oh, wir müssen uns beeilen. Wir müssen unbedingt hier alles fertig bauen. Ja. Ich mach mal dieses Loch hier einfach zu. Ja, warte. Einmal Licht rein, nicht, dass da drunter was spawnt. Ach so, okay. Und wir dann immer haben. Holst du auch nochmal, oder warte, ich nehme Holz. Erde brauche ich hier tatsächlich. Ach so. Einfach. Ich hab nur 8. Gar nicht. Das, Mist, ey. Ja, okay, den geht's hier gut. Egal, dann mach ich's doppelt hoch. Und dann müsste das gehen. Und der Villager ist am Pennen. Ah ja, gut, dann mache ich das hier erstmal zu. Zack, dann jetzt hier rüber. Ja, ja. Er sollte ja nicht darüber springen können. Nee. Und die Gegner auch nicht. Genau, verbinde das. Oh, schön. Oh ja, das sieht doch geil aus. Ja, oh, warte, da ist ein Gegner neben dir. Oh Gott, oh. Erschreck mich doch nicht so. Oh. Budi. Ey, Bruder. Ich mach's fertig. Ach, Kartoffel. Oh, geil. Perfekt! Schön. Nice one! Ey, das sieht wirklich cool aus! Komm, du kannst raus! Unsere erste Heimat. Aber er ist gerade am Pennen, ne? Ja, ihm geht's gut. Also unser Haus sieht jetzt noch nicht so gut aus, Leute. Doch. Aber das ist kein Problem. Das wird noch ein bisschen schicker, wenn wir zumindest Sand haben. Ich find's schön. Und ein Dach. Ich find's auch klasse. Ne, ich find das echt... Joe, du hast dich gut entwickelt. Ich bin stolz auf dich. Ja. Manuel nennt dich zwar Harald, aber du bist für mich ein Joe. Er kann ja zwei Namen haben. Ja. kann er doch auch. Für dich ist er Harald, für mich ist er Joe. Joe, der Farmer. Stimmt, das passt. Ja, das passt mega. Ja. Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da ist die Spalette verlinkt. Dazu könnt ihr noch beide Kanäle abonnieren und die Geilo-Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.